Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Ich hatte vor kurzem einem Tutorial gezeigt, wie man Chrome OS Flex auf ein uraltes Notebook installiert. Das ist ein uraltes Notebook und ich bin jetzt hier auch in Chrome OS drin. Und das funktioniert jetzt auch soweit. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich vom internen Speicher gebootet. In dem Tutorial hatte ich euch gezeigt, wie man Chrome OS Flex von einem USB-Drive halt startet. Ich hatte auch gezeigt, wie man Chrome OS Flex dann installiert auf den Festspeicher. Zumindest habe ich gezeigt, wo man die Option findet, nämlich auf den Startbildschirm. Was ich nicht gezeigt habe, ist, dass das Ganze dann aber in der Praxis überhaupt gar nicht funktioniert hat. Erstmal muss man geduldig sein bei der Installation. Ja, da kommen immer mal Black Screens. Ja, es kommen immer mal Dialogfenster, wo dann Eingaben nicht mehr registriert werden, also euer Mouse-File lässt sich zwar bewegen, aber man kann nichts anklicken. Das ist aber abhängig von der Leistung. Das Ding hier hat ein A4, irgendeinen uralten AMD mit 2 GB Arbeitsspeicher und ja, Chrome OS Flex ist schon sehr, sehr schlank, dennoch kommt es hier zu längeren Wartezeiten, es kommt zu Hängern, es kommt auch zu Blackscreens. Also das ist erstmal der Punkt 1, wenn es darum geht, herauszufinden, warum habe ich bei der Installation von Chrome OS Flex auf den internen Speichern Blackscreen. Manchmal muss man einfach nur geduldig sein. Nun, ich war aber mehrere Stunden geduldig, das heißt, es gab auf jeden Fall einen Fehler, Booten vom USB-Stick, das funktioniert, Chrome OS Flex dann aber auf den internen Speicher, hier ist eine SSD drin zu installieren, das funktioniert nicht. Man kommt bis zum Dialogfenster, wo er sagt, ja, wird jetzt installiert, in 20 Minuten ist er ungefähr fertig, das ist ein bisschen unrealistisch bei der Hardware, egal, der installiert das oder macht was auch immer und dann startet er neu und entweder der Bildschirm bleibt einfach schwarz für Stunden, bis man halt abschaltet oder Akku leer ist, oder aber ich bekomme einen Bootloop. Das erkenne ich aber nur daran, dass halt die Hintergrundbeleuchtung an- und abgeschalten wird, aller paar Minuten, also höchstwahrscheinlich ein Bootloop. Okay, ich habe gegoogelt, ich habe nichts gefunden, daher das Tutorial, wie bekomme ich bei der Installation von Chrome OS Flex, also dem Black Screen, weg. Wir haben das Chrome OS Flex Setup auf den USB-Stick drauf. Wir können vom USB-Stick booten. Wir kommen auch in das Setup rein. Nur nach der Installation oder während der Installation startet das Gerät sich neu und wir bekommen nur noch Black Screens. Schön. Und ich komme auch gleich mal zum Punkt. Ich habe alle Partitionen gelöscht, die vorher drauf waren. Das hat der irgendwie nicht gemacht. Ich habe jetzt auch kein Partitionsprogramm gefunden im Setup von Google Chrome Flex. Das ist ja ein ganz, ganz einfaches Setup im Gegensatz zu dem von Windows 10. Das habe ich hier im Übrigen auch drauf. Ich zeige euch die ganze Zeit den USB-Stick und tu so, als wäre hier das Setup von Chrome OS Flex drauf, ist aber gar nicht. Hier ist ein Setup von Windows 10 drauf. Das Setup bringt einige Reparaturoptionen, aber auch ein Partitionsprogramm mit. Ihr könnt im Prinzip aber auch jedes andere Partitionsprogramm benutzen. Hauptsache, man kann das Programm irgendwie vom USB-Stick booten, weil ihr habt ja kein System drauf, mit dem ihr arbeiten könnt. Das Setup von Chrome OS Flex hat mir natürlich die gesamte Platte gebumst, ist klar. Also meine ursprüngliche Installation von Windows 10 war natürlich im Eimer. Chrome OS Flex war selbst nicht korrekt installiert. Das heißt, egal was ich gemacht habe. Ich habe das Teil gebootet und es kam immer nur ein Blackscreen. Ja, da war halt vorbei. Daher also mit einem Media Creation Tools kann ich euch verlinken und eine Videobeschreibung von Microsoft einen bootfähigen USB-Stick mit der Installation von Windows 10 erstellen. Das ist jetzt der einfachste Weg. Ihr könnt jedes andere Partitionsprogramm halt verwenden, Freunde. Und dann, ja, natürlich reinstöpseln. So, und ich fahre die Boote jetzt runter, weil ich weiß gar nicht, ja, die Bootreihenfolge. Die müsst ihr natürlich auch noch einstellen. Ich weiß nicht genau, wie ich die Kiste hier ins BIOS kriege. Das ist entweder Entfernen oder F2. Deshalb drücke ich einfach beides wie ein Wahnsinn. Und ich bin auch schon drin. Hier habe ich dann die Boot-Option, kann ich oben auswählen. Und seht ihr, ja, da ist jetzt Chrome OS Flex natürlich eingestellt. Das wollen wir nicht. Wir wollen UEFI USB, UEFI USB. Warum ist das jetzt zweimal? Ihr müsst auf jeden Fall. Ach, ich mache einfach Boot Option 2, mache ich halt das andere UEFI USB so in Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Save Changes und neu starten. Und wenn das der richtige USB-Stick ist, ich habe nur Save Changes gemacht. Save Changes and Exit. Und wenn das der richtige USB-Stick ist, dann bootet er jetzt eben in das Windows 10 Setup. Ja, es funktioniert, seht ihr. Jetzt halt die Frage, es gibt bald Essen. Und jetzt ist die Frage, wie lange braucht ihr, um das Setup zu booten? Weil die Kiste ist so langsam, ihr habt keine Vorstellung. Aber auch ein Touchscreen, klar, den haben sie verbaut, aber die Hardware, also das Ding ist geil, wirklich. Ein kleines, kompaktes Notebook, wie man sich das wünscht. Display-Body-Verhältnis ist eher ein bisschen räudig und es ist ein TN-Panel, ja, das ist auch echt räudig. 2 GB fest verlüteter Speicher, Freund, ja, das hat sich Asus hier gegönnt. Und auch Chrome OS Flex läuft ja echt grenzwertig und die ganzen Setups, Freunde, die sind unglaublich langsam. Ja, ich habe eure Kommentare gelesen, man sollte Linux installieren, schlanke Linux-Version. Aber Freunde, wenn ich ein Tutorial zu Chrome OS Flex mache und dann zeige, wie man Linux installiert. Ich glaube, die meisten Leute, die kommen sich dann so ein bisschen veräppelt vor, wenn ich das mache. Veräppelt. Ja, ich frage mich, ob das von
ob das mit Absicht war, irgendwie sich so die Marke, ist aber auch egal. Was also Chrome OS Flex jetzt selbst angeht und was es dem Notebook jetzt hier genutzt hat oder nicht, Freunde, da mache ich nochmal ein extra Video, aber in dem Tutorial, in dem ich zeige, wie man das installiert, werde ich euch nichts über Linux erzählen. Das macht aber keinen Sinn. Na, herzlichen Glückwunsch, das ist der falsche USB-Stick. Oh, ich kriege einen übelsten Anfall. Da ist eine Standalone-Version von Windows 10 auf den USB-Stick. Oh. Theoretisch kann ich jetzt hier aber auch ein paar Tische Manager, kann ich jetzt hier auch die Platten löschen. So, Freunde, ich hab in der Zwischenzeit mal was geschmankelt und der ist jetzt tatsächlich hier auch fertig und das ist jetzt, also Windows 10 vom USB-Stick. Ah, jetzt. Ihr habt keine Vorstellung, wie langsam die Bude ist. Alter Schwede, was ist denn hier los? Warum sind hier 5000 Partitionen? Also das wäre eine Möglichkeit, ihr bootet halt Windows von einem USB-Stick, es könnt ihr alle Partitionen platt machen. Während des laufenden Betriebs funktioniert das natürlich nicht. Ihr könnt nicht die Partition platt machen, von der ihr gerade Windows bootet. Das ist natürlich Blödsinn. Ich denke mal, ihr könnt die Verwechslung nachvollziehen. Ich habe hier nochmal den USB-Stick und da müsste jetzt das Setup drauf sein von Windows 10. Zeige ich euch auch nochmal kurz, dass wir das auch nochmal durchgegangen sind, weil das ist, glaube ich, die realistischere Version. Sich schnell über das Media Creation Tool in Windows 10 Setup auf den Stick zu ziehen, anstatt sich halt eine bootfähige Windows 10 Version auf den Stick zu ziehen. Oh, ist die Mühle jetzt runtergefahren? Ich glaube nicht. Oh. Also alter Stick raus, neuer Stick rein. Oh, ich habe es ja eingestellt im BIOS, müsste ja immer noch von USB booten. Also jetzt warte ich wieder mal 8 Jahre, bis der irgendwann im Setup ist. Ja, super, der hat jetzt das BIOS zurückgestellt. Oh, ich... Geht ja gut los, seht ihr das? Ich habe ein bisschen Grafikbug. Würde ich nur kurz zeigen, wie man den Partitionsmanager vom Windows 10 Setup die ganzen Partitionen killt. Okay, scheint aber was hinzugehen. So, also wir sind jetzt hier im Setup. Ihr könnt irgendwelchen Quatsch einstellen, das spielt keine Rolle. Also weiter, jetzt installieren. Setup wird gestartet. Jetzt wartet da nochmal 8 Tage, wenn ihr bis dahin nicht verhungert seid, könnt ihr dann... Naja, es geht gleich weiter. So, vielen Dank, dass Sie sich für Microsoft entschlossen haben. Habe ich eigentlich nicht. Es geht hier um Chrome OS, aber egal. Weiter, dann jetzt hier benutzerdefinierte Installation für Fortgeschrittene. Ja, wir sind übelst Pro. Okay, und jetzt ist hier eine Liste von Partitionen. An die Sanduhr habe ich mich schon längst gewöhnt bei diesem Notebook. Und jetzt... Fangt ihr einfach mit der ersten an und löscht die alle hintereinander weg. Genau das gleiche. Anwählen und löschen. Ja, da wird noch kurz gefragt, sagt er ja. Dann lädt er halt eine Weile, zumindest bei mir lädt er dann eine Weile. Ich meine, Partition löschen, das dauert. Und dann nächste auswählen. Ich habe einfach alle gelöscht. Und wenn ihr damit fertig seid, brecht ihr logischerweise dann das Setup wieder ab, weil ihr wollt ja nicht wirklich Windows 10 installieren. Ihr wollt ja eigentlich Chrome OS Flex installieren. So, also ich habe alle Partitionen gekillt. Ich habe auch keine neue erstellt, nichts. Es gibt dann halt einen unpartitionierten Bereich in Größe der Festplatte, also der Netto-Kapazität. Und danach startet ihr halt vom USB-Stick... dann eben euer Chrome OS Flex Setup und das hat dann funktioniert, dann lief's durch. Hat alles immer noch ewig gedauert, davon abgesehen. Auch liegt ja daran, dass die Mühle so langsam ist. Dann hatte ich das tatsächlich geschafft und Chrome OS Flex läuft. Müsst ihr jetzt auch davon wieder booten, wenn ich nichts geschrottet habe. Okay, es hat den jetzt, glaube ich, überhaupt gar nicht geschmeckt, dass ich einen USB-Stick abgezogen habe mit einem Bootvorgang. Das ist ja noch eingestellt im BIOS, dass er vom USB booten soll. Ich habe es nicht gekillt, bin wieder im Chrome OS. Funktioniert noch alles. Wie das genau funktioniert auf dieser alten Höhle, was das für eine Hardware-Konfiguration ist, wie das Notebook auch heißt im Speziellen und ob es irgendwelche Nachteile, Vorteile, Bugs oder vielleicht fehlende Treiber gibt, na, da rede ich nochmal in einem extra Video. Ich muss jetzt erstmal selbst meine Experience sammeln. Bis zum nächsten Video.